Herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play PDC European Darts. Ja, in diesem Part werde ich für euch Halbfinale und hoffentlich das Finale spielen. Und damit wir dann morgen mit einem neuen Turnier anfangen können. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein. Wir werfen wieder das Leck an. Das geht ja schon mal goldig los. Mit 40 Punkten öffne ich das Match. Eins. Richtig schwach angefangen, dieses Spiel, sag ich jetzt mal. So, 60 Punkte, die erste gute Punktzahl. So, wie 3, mit 17 Punkten, ist bei 401 Punkten, 19, 19, 20. Ja, ich würde mal sagen, gut, sieht anders aus. Punkte, wir sind bei 211 und wieder bei 327. Also mir angezeigt wird, weil ich das eh nicht treffe und von daher 58 überlegen, machen wir mal noch 20 rauf für die 30, nämlich die 2. Die 15 für Doppel 8 ist der Fall. Eieiei. Doppel. That's off the island. Ja. Die Statistik sagt alles. A good marker. Ich hab den Kommentator gehört. Gut, Marco. Ja, ich dachte für mich, das ist Doppel. Immer noch 16 Rest. Nein. Er macht das Leck, weil ich nicht. Ich habe das Doppel nicht genommen. Jetzt müssten wir das nächste unbedingt gewinnen, weil sonst wird es eng. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob das Spiel da schon zu Ende ist. So, eine 100 alter Öffnung, das ist doch schon mal. Und er wirft 7 oben drauf. Und wir eine 60er hinterher. 41. Hallo? 160 Punkte geworfen. Geht doch. So. Eine 100 hinterher. Und jetzt dieses Leck müsste definitiv in unserer Tasche sein. Ihr hört es, die Zuschauer sind für uns.
die 1. 80 Punkte. Wie verfahre ich? Ich gehe über die 19. Nehme die 86. Und zwar. Single 20, Doppel 20. Nein. Nein, 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 nein. Post. Und das war. Mensch, das ist wieder vom Spiel. Ich höre das. Naja, egal, ich. Wie gesagt, die Statistik sagt alles. Oh, Gott sei Dank. Und wir werfen unsere Ende. Perfekt, perfekt. Da kann er mich nicht nachziehen. Good group. Und wir 61. Wir haben 104 Punkte Vorsprung gehabt. Und was macht er daraus? Nichts. Gut, das habe ich gebraucht, dieses Triple. Nämlich konstant bei über 100 Punkten Vorsprung bleiben. Rest. Es war auch ein Triple, zwar nicht das, was ich wollte, aber egal. Okay, Triple 19 für Doppel 16, Triple 18, Doppel 8 ist der Fall. Oh, der geht vorbei. Schade, schade, schade. Post. Oh, ich werde hier helfen, wenn ich das jetzt noch verliere, dieses Feld. Entschuldigung. Doppel 4. Oh Gott. Ich muss das. Single 1 für Doppel 2. Jawohl. Der erste Satz geht an mich. Und keine Ahnung, wie viele Sätze gespielt werden. Ich denke, zwei Gewinnsätze werden gespielt. Good group. Okay. Punkte geworfen. Er zieht 40 nach. Das war für die 3. Ich dachte, das wäre die 19 geworden. Und das war 85. Ich habe wieder verzogen den letzten Tat. Und jetzt eine 100. Jetzt haben wir uns abgesetzt. Gott sei Dank. Punkte, 88 Rest.
klar. Dribbel 16 für Doppel 12. Single 5, Doppel 16. Das habe ich Doppel 8. Und wir haben wieder die Ehre zu beginnen. Also auf einer Seite. Der hätte auch mal einer in die Eins rutschen können, und das wäre nicht so schön gewesen. Punkte auf seine 71. Eine 123 oben drauf gehauen. Wir stehen aktuell bei 254 Punkten. Wir bräuchten noch ein Leck. Ein Leck. Und eine 100. 154. Das müsste eigentlich drin sein, um das Finale zu erreichen. Und Tops. Und das waren die 112 gecheckt. 112. Highest Checkout. Unser Punktestand. Durchschnitt beträgt 59,02 und er hat im Durchschnitt pro, also hier drei Darts 39,75. Es gab kein 180 im Spiel, kein 200 meinerseits und 700 meinerseits, und mein höchstes finde ich war 112, weil er 18 gecheckt hat, und unser Doppelquote ist 17,39 und seine Doppelquote bin nur 20.